Dann sind wir zurück in die Stadt gegangen. Wir wollten Mosaiköle kaufen. Wir wollten Jesus schließlich die letzte Ehre erweisen. Aber der Tag war schon spät, also sind wir zurück nach Hause gegangen und mussten den Sabbat abwarten, bevor wir dann sonntags zurück zum Grab gehen konnten. Und was wir dort erlebten, wir kamen am Grab an. Der Stein war weggerollt. Ich hatte doch mit eigenen Augen gesehen, wie er davor verschlossen worden war. Wir schauten ins Grab hinein und nichts. Nichts. Es war leer. Nur ein Mann. Er schien zu leuchten, war irgendwie verschwommen, keine Ahnung. Es war total komisch. Er sagte, ich weiß, dass er Jesus sucht, aber er ist nicht mehr hier. Er lebt. Wir waren total geschockt. Ich hatte voll die Angst. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Erst stirbt Jesus und dann ist sein Grab leer. Er lebt? Ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, was die Soldaten ihm angetan haben. Ich konnte nicht mehr. Ich bin zum Grab zurückgelaufen. Ich war so fertig, das Grab war leer. Ich bin zusammengebrochen. Hatte ich nicht gehört. Dann habe ich jemanden reden hören. Aber plötzlich sagte er, Maria. Er war es wirklich. Ich habe seine Stimme erkannt. Jesus stand vor mir. Ich habe mich so gefreut. Ich musste auf ihn zureden. Ich habe ihn umarmt und alles. Und anscheinend hat der Mann vor dem Grab auch echt recht gehabt. Es war Jesus. Alle müssen es erfahren. Er lebt.